Ihr habt einen Dacia Spring und eine Sonnenbrille? Tja, dann bleibt mal kurz dran. Ich hoffe, es ist ein Lifehack und er ist kostenlos und vielleicht sind auch schon tausend andere auf diese Idee gekommen, aber ich bin selbst drauf gekommen und ja, Problem, Sonnenbrille abgesetzt, schlechtes Wetter, keine Ahnung, Fahrt beendet, wohin damit? Vielleicht habt ihr das Fach frei, dann dübbelt die hier so rum oder ihr habt hier die Seitentür frei, packt ihr die da irgendwo rein, klappert auch, nicht schön. Vielleicht habt ihr sogar den Luxus und habt hier schon die schöne Mittelkonsole. Packt die da rein, ist vielleicht auch nicht so das Optimum. Ja, oder Handschuhfach, aber oh Gott, dann blendet die Sonne, kommst du auch nicht richtig ran, ist irgendwie alles suboptimal. Denn, ja, ihr kennt es vielleicht bei einem anderen Autos oder bei normalen, was heißt normale Autos? Ich habe jedenfalls in meinen Autos immer hier ein Fach gehabt. Das konnte man mit einem Finger aufdrücken, die Sonnenbrille reinstecken, Fach wieder zudrücken, alles supi. Und wie ihr vielleicht schon seht, habe ich mir zwischendurch mal versucht zu helfen. Ich habe mir hier so einen Clip auf AliExpress gekauft. Den kann man hier so einfach, ich zeige euch das mal, ganz normal oder ganz einfach reinflubbeln. Macht man so, klappt die da rein. Mit einer Hand vielleicht nicht ganz so gut, doch hat geklappt. Ja, aber ich habe ja schon gesagt, Lifehack kostenlos. Das Ding kostet natürlich auch irgendwie 3-4 Dollar oder sowas. Das ist es auch nicht, weil ich habe gemerkt, wenn mein Beifahrer das hier runter macht oder ein bisschen größer ist und hier einsteigen will, dann ja, stößt er ab und zu gegen die Sonnenbrille, ist sauer. Ist, also ihr wisst ja, wer mein Beifahrer ist. Nein. Ja. Und per Zufall, entschuldigt die Kabel, irgendwann mache ich das ordentlich, bin ich auf eine Idee gekommen. Ne, jetzt seht ihr mich gar nicht mehr. Super, jetzt packt nebenan rein. Egal. Wohin mit der Sonnenbrille? Wenn man keine Position, bla bla, ihr wisst, was ich meine. Ich weiß nicht warum und wie ich auf die Idee gekommen bin, aber ich habe es ganz einfach gemacht. Sieht irgendwie total simpel und idiotisch aus, aber es stört nicht im Sichtbereich und es hält. Keine Ahnung, ich habe die jetzt im ganzen Urlaub, wo ich hier logischerweise war und auf Arbeit, ja drin gehabt und sie hält. Also sie hat jede Bremsung, jede Kurve auch gehalten. Ich hatte ein bisschen Angst, dass es hier vielleicht Kratzer gibt, hat es aber auch nicht gegeben und ja, zu seinem Zweck. Der einzige Nachteil, sie verstaubt natürlich da schneller, aber das war es auch. Dafür, dass es for free ist, hält, ich mir keine einzige Halterung kaufen muss, finde ich die Idee irgendwie top und macht sich. Also, wer es noch nicht ausprobiert hat, probiert es aus und gebt mal eure Meinung kund. Ist das Blödsinn? Macht das bei euch auch Sinn? Habt ihr vielleicht eine bessere Lösung? Weil ich habe gesehen, im Spring Forum haben sich auch manche noch andere Lösungen ausgedacht. Finde ich auch ganz gut, aber kostet halt auch wieder Geld, Aufwand und teilweise macht man auch das Auto damit ein bisschen kaputt. Also, ich muss zur Arbeit. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.